Wir haben nur die Besten an der Kamera. Gestern Dieter Thummer, heute Sepp Kratzer. Ich weiß nicht, es ist eine Gemengelage. Soll ich mich freuen? Soll ich mich ärgern? Soll ich traurig sein? Also in so einer Situation, Gerd, war ich lange nicht. Ja, leider. Und das zeigt eben auch, wie schnell es im Sport oder gerade im Skispringen auch gehen kann. Gestern Thomas Morgenstern, sein erster Weltcupsieg dieses Jahr. Ein was für ein Comeback. Und heute ist er mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Freiburg geflogen worden. Aber ich kann ganz leichte Entwarnung geben. Also es gibt keine Diagnose, aber er ist ansprechbar. Und vielleicht ist es doch nicht so schlimm. Aber ansonsten hat das Springen natürlich wieder alles geliefert, was man sich überhaupt vorstellen kann. Ein sensationeller Kammelstoch. Ja, und dann Kasai und Ahonen. Ja, also Gratulation. Man kann es nur gar nicht hoch genug einschätzen. Und vor allen Dingen, wie sich auch nicht nur die Japaner gefreut haben, sondern auch die anderen gefreut haben für Noyaki Kasai. Über 40 und auf dem Podest, also tolle Show. Und wenn die Verhältnisse so sind wie heute, zeigt es eben auch, wie eng das Feld zusammen ist, welche Qualität man an Sprüngen abliefern muss, um eben aufs Podest zu kommen. Ist das ein Beinbruch, dass von den Deutschen gestern noch keiner auf dem Podest war? Nein, ist kein Beinbruch, aber es wird natürlich schon registriert, dass wir zweimal nicht auf dem Podest waren, aber wir waren jetzt schon bei allen anderen Springen auf dem Podest. Ein Sieg durch den Severin Freund und das kann mal passieren. Die Qualität ist so hoch und es ist aber jetzt kein Grund zur Panik aus meiner Sicht, dass wir eben mal nicht auf dem Podest waren. In Engelberg nächste Woche haben wir die nächste Chance dazu und dann wird es auch wieder klappen. So ist das. Und damit uns dröhnen die Ohren hier, also so laut war es lange nicht. Aber mein Gott, sollen sie Stimmung machen. Sepp, Dankeschön. Und wir sehen uns und hören uns wieder in Engelberg am Freitag mit der Qualifikation. Live bei Eurosport.